am Raffineriestandort Gelsenkirchen rund 400 der 2100 Stellen streichen. Wie das Unternehmen in Bochum mitteilte, soll etwa die Hälfte der Arbeitsplätze abgebaut und die andere Hälfte verlagert werden. Betroffen ist die Gesellschaft Ruhröl. Gelsenkirchens Oberbürgermeister Baranowski kritisierte den Plan. Bei steigenden Benzinpreisen und Millionengewinnen in der Mineralölindustrie falle es schwer, Verständnis für diesen massiven Arbeitsplatzabbau aufzubringen, sagte Baranowski. Bei der Explosion eines Gefahrguttransporters auf der Autobahn 40 von Strahlau ist heute ein Fernfahrer ums Leben gekommen. Aber vertraue ich Ihrer Arbeit und ich bin ganz, ganz sicher, dass Sie auch diese etwas schwierige Phase überwinden werden. Der Zuspruch mag Obermann gut getan haben. Die Bespitzelungsaffäre aber ist dem Telekom-Chef deutlich sichtbar, schwer auf den Magen geschlagen. Ausgespähte Manager, Aufsichtsräte und Journalisten, wer trägt die Verantwortung für diesen Skandal? Und es wird debattiert, wie künftig ähnliche Spitzelaktionen ausgeschlossen werden können. Reicht mehr Respekt vor dem Datenschutz, so wie es Bundesinnenminister Schäuble für eine Selbstverpflichtung der Branche angeregt hat? Oder haben die Manager ein grundsätzliches Problem mit dem Grundrecht auf Pressefreiheit? Der Kommentar von Wolfgang Landmesser. Eines vorweg, es ist das Recht jedes Unternehmens, seine Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Nicht umsonst unterhalten Konzerne große Sicherheitsabteilungen, um zu verhindern, dass Hacker in ihre Computersysteme eindringen, um ihre Geschäftsräume zu schützen oder eben dafür zu sorgen, dass vertrauliche Informationen über die Strategie hinter den Konzernmauern bleiben. Um Mitarbeitern auf die Schliche zu kommen, die diese Vertraulichkeit brechen, müssen die Firmenermittler oft auch raffinierte Methoden anwenden. Die Telekom hat aber offenbar jeglichen legalen Rahmen gesprengt, um Indiskretionen in den eigenen Reihen aufzudecken. Noch fügen sich die vielen Indizien zu keinem umfassenden Bild. Aber was schon jetzt bekannt ist, reicht, um hinter den zahlreichen Rechtsverstößen ein monströses Überwachungssystem zu vermuten, das offenbar über Jahre gewachsen ist. Zwei Faktoren scheinen zusammengewirkt zu haben. Eine intransparente Sicherheitsabteilung, wo der Chef nicht wusste, was einzelne Arbeitsgruppen so treiben, und Topmanager, die von der Hierarchie dabei Spitzelaufträge erteilten. Die Funktionen der letzten Konzerne forderten, dass es schon schnell genau wissen wollte, dass die Sicherheitsleute an diesem Fall wiederholen. Es wird ein schlechtes Licht auf Entscheidungsträger der Nachschriften, die die Funktionen der Ziele zu Befehl für die Ermittler. Auch er ist ein Beispiel für die überhebliche Managerkaste. Heute sind mehrere große Konferenzen nach einer jeweils nicht einfachen Konferenzwoche zu Ende gegangen. Zu den Ergebnissen der Bonner Artenschutzkonferenz kommen wir gleich. Streubomben nun mehr in den Nachrichten. Vertreter aus mehr als 100 Staaten haben sich offiziell verpflichtet, künftig auf Streubomben zu verzichten. Das Abkommen wurde zum Abschluss einer Konferenz in der
Cielo habló.